Pak Valu und seine Kinder. Es war einmal ein Mann, der hieß Pak Valu. Er hatte zwei kleine Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Da starb plötzlich seine Frau. Als die Kinder einige Jahre alt waren, heiratete Pak Valu wieder. Eines Tages trug Pak Valu seiner Frau auf, gut auf die Kinder Acht zu geben und sie zu versorgen, denn er werde zu seinem Feld im Wald gehen, um es zu bestellen. Seine Frau stimmte zu und er begab sich mit ausreichend Proviant zu dem Feld. Im Wald angekommen, baute er sich eine Hütte, lichtete und klärte das Gestrüpp und die Bäume und pflanzte Kürbis, Batate, Mais, Erbsen, große und kleine Gurken sowie Wassermelonen. Daneben setzte er noch die verschiedensten Gemüsearten. Pak Valu blieb für lange Zeit im Wald, ohne auch nur kurz nach Hause zurückzukehren. Ob seine Kinder zu essen bekamen oder nicht, war allein ihrer Stiefmutter überlassen. Die Kinder wollten häufig essen, aber nur selten war ihre Stiefmutter nicht zornig auf sie. Wenn der Junge zum Essen bat, übergoss sie seinen Kopf mit Waschwasser. Und wenn das Mädchen zum Essen bat, begoss sie seinen Rücken. So verhielt sich die Stiefmutter alle Tage, und ob der Vater zu Hause oder weggegangen war, kümmerte sie nicht. Eines Tages nun kehrte Pak Valu einmal nach Hause zurück und er fragte seine Frau, ob seine Kinder zu essen bekommen hätten. Sie bejahte dies, ja, erklärte sogar, dass sie kein Essen mehr wollten. So sprach seine Frau und Pak Valu glaubte ihr, zumal er die ganze Zeit im Wald gewesen war. Von den beiden Kindern wurde bereits erzählt, dass der Junge, immer wenn er zum Essen bat, den Kopf mit Waschwasser übergossen bekam und wenn das Mädchen etwas zu essen wollte, ihm der Rücken klatschnass gegossen wurde. Mit der Zeit verzweifelten die beiden Kinder und sie beschlossen, in den Wald zu dem Feld zu gehen und ihren Vater zu suchen, der seit 5 Tagen nicht mehr zurückgekommen war. Und ohne dass es ihre Stiefmutter bemerkte, gingen sie heimlich davon, nach ihrem Vater zu suchen. Als sie schon recht weit von zu Hause weg waren, verspürten sie Hunger. Zufällig entdeckten sie einen Salamanderbaum, dessen Früchte gerade reif waren, und sie liefen sich unter ihn nieder. Nun sagte der Junge: »Adik, warte hier auf mich. Ich werde auf den Baum klettern.« Und die Schwester antwortete: »Gut, Kak.« Schnell kletterte der Junge auf den Baum, pflückte die reifen Früchte und warf sie seiner Schwester zu. Er selbst aß schon oben davon. 3 Nächte schliefen sie unter diesem Baum und bewachten ihn Tage um Tage, denn nur auf ihm fanden sie etwas zu essen. Nach 3 Tagen und Nächten unter dem Baum hatten sie fast alle Früchte verzehrt, und nur noch die Früchte waren da, die man nur schwer mit den Händen fassen konnte. Da schlug der Junge seiner Schwester vor, mit hinaufzusteigen, um gemeinsam zu pflücken zu können. Aber sie kamen nicht an die Früchte heran und wussten nicht, was sie nun tun sollten. Da sagte der Junge: »Adik, wenn wir uns in Vögel verwandeln könnten, wäre es leicht, die Früchte an der schwer erreichbaren Stellen abzupflücken. Wie wäre das, Adik?« Die Schwester antwortete: »Ja, du hast recht.« Da sagte der Junge: »Ich werde ganz innig beten, dass wir 2 Vögel werden.« Ihr Gebet wurde erhört. Der Junge verwandelte sich in einen Kuwo und das Mädchen wurde ein Kelek. Beide konnten aber nicht mehr sprechen, sondern nur noch die folgenden Laute von sich geben: Kelek, Kelek, Kuwo. Die Frau ist geizig, der Mann ist aufrichtig. Nur dies konnten sie noch sagen. Und das taten sie auch Tag und Nacht. Dann wird erzählt, dass ihr Vater eines Nachts auf dem Feld ein Traumbild hatte und ihm träumte, dass alle Wassermelonen zu Gurken geworden waren. Mit diesem Bild wachte er auf und dachte:
Bei mir zu Hause ist doch nicht etwas geschehen. Ich gehe besser gleich hin. Mit dieser Überlegung begab er sich unverzüglich heim. Als er zu dem Baum kam, auf dem seine Kinder, die zu Vögeln geworden waren, saßen, entdeckten die beiden ihn und ließen sich immer wieder vernehmen. Kelek, kelek, kuwo! Die Frau ist geizig, der Mann ist aufrichtig. Ihr Vater hörte die Vögel, schenkte ihren Worten große Aufmerksamkeit und wurde von dem, was er verstand, immer betroffener. Er sah zwei Vögel nebeneinander sitzen, deren Fersen denen seiner Kinder glichen. Die beiden hörten nicht auf, laut zu singen. Pak Balu setzte seinen Weg nach Hause fort. Daheim angekommen, fragte er seine Frau sofort, wo seine Kinder seien. Seine Frau antwortete, die Kinder hätten zuvor gegessen und seien gerade weg zum Spielen. Sogleich suchte Pak Balu nach ihnen und fragte nach Nachbarn, doch niemand wusste etwas. Da erinnerte er sich der beiden Vögel, denen er begegnet war, und er überlegte: Die zwei Vögel, die ich vorhin gesehen habe, könnten die Verkörperung meiner Kinder sein. Schnell machte er sich auf und suchte nach den Vögeln, die er vorher getroffen hatte. Als er zu dem Salamanderbaum kam, fand er sie noch da und er rief ihnen zu: Meine Kinder, vorn habe ich euch nicht erkannt, kommt zurück. Was habt ihr erleiden müssen? Die zwei antworteten noch einmal mit menschlichen Worten: Herzlichen Dank, Vater, aber unser Schicksal ist besiegelt. Denn wir können keine Menschen mehr werden, weil es der Herr mit uns und dir beschlossen hat. Da sagte ihr Vater: Aus welchem Grund wart ihr denn so bedrückt? Die Vögel antworteten: Unsere Stiefmutter war nie mit uns zufrieden. Wir bekamen nichts zu essen und mussten fasten. Und jeden Tag wurden wir mit schmutzigem Wasserwasser begossen. So grausam war die Stiefmutter zu uns. Nun sagte ihr Vater: Kommt doch mit zurück nach Hause, ich werde es wieder gut machen und euch rächen. Die Kinder antworteten: Nein, dein Vater. Erst später im Jenseits werden wir uns wieder treffen. Daraufhin begab sich ihr Vater nach Hause, und immer, wenn er an seine Kinder dachte, weinte er. Unterwegs suchte er sich einen Zweig mit vielen Dornen, und er war noch nicht lange wieder zu Hause, da wetzte er seine Messer und befahl seiner Frau, Saures und Salz zu vermengen, das er, wie er sagte, benötige, um einen Hirsch einzusalzen. Als das Messer scharf war, misshandelte er seine Frau mit dem Dornenzweig und rieb sie danach mit dem Sauren und dem Salz ein. Seine Frau schrie und fragte, was sie begangen habe. Ihr Mann antwortete ihr: Das ist für den Schmerz meiner Kinder, die du so grausam behandelt hast, und dafür, dass du mich betrogen hast. Da brach seine Frau zusammen und starb.